Hey Leute, heute mal ein Video, das nicht lustig sein soll, sondern in dem ich einfach mal über einen Gedanken sprechen möchte, den ich in letzter Zeit hatte. Ich war schon immer wahnsinnig fasziniert und begeistert von Magie. Die Welt von Harry Potter ist ein fester Teil meines Lebens. Ich kenne die Bücher und Filme nahezu auswendig und ging sogar mal verkleidet als der Zauberlehrling zu Fasching. Zudem war ich an meinem 11. Geburtstag echt traurig, als ich keinen Brief aus Hogwarts bekommen habe. Entschuldigung. Ich habe diesen schweren Schlag immer noch nicht verkraftet. Aber nicht nur Harry Potter, sondern sämtliche Fantasy-Spiele, Filme, Bücher und Bibi Blocksberg haben mich immer gefesselt und dazu bewegt, mich in diese Welten hineinzuträumen. Leider habe ich bis heute immer noch keinen Brief aus Hogwarts bekommen und muss mir mit meinen fast 18 Jahren leider eingestehen, dass ich wohl nie ein richtiger Zauberlehrling sein werde, da diese Form der Magie offensichtlich nicht existiert. Oder aber wir leben tatsächlich in einer Zauberwelt und ich bin einfach nur ein Muggel, also ein Nicht-Magier, was ganz schön frustrierend wäre. Deswegen gehen wir davon nicht aus. Diese Form der Magie, bei der man einfach ein bisschen mit einem Stab herumfuchtelt, einen Zauber ausspricht und irgendetwas passiert, das Wutschen und Wedeln, gibt es wohl nicht. Aber trotzdem versuche ich, wie wohl die meisten von uns, so viel Magie wie möglich in meinem Leben zu haben. Und so viel wie möglich Sauerstoff. Mann! Und die Sache in unserer Welt, der Magie am nächsten ist, ist die Wissenschaft! Laut Definition handelt es sich bei Magie um die Manipulation übernatürlicher Mächte. Und genau das machen wir. Alles, was wir Menschen geschaffen haben, ist nicht unbedingt natürlich. Es gibt zu dem Thema ein wirklich tolles Zitat von Arthur C. Clarke. Dieser hat nämlich gesagt, jede ausreichend weit fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Was die Wissenschaft inzwischen alles machen kann, würden viele Menschen wahrscheinlich bereits als Magie bezeichnen. Ich meine, allein das hier jetzt gerade. Was gerade passiert. Ihr sitzt irgendwo ganz weit weg von mir, schaut auf einen Bildschirm und schaut, was ich hier mit dieser Kamera aufgenommen habe. Wenn ihr euch das mal alles überlegt, das ist auf keinen Fall natürlich. Das ist durchaus eine Manipulation übernatürlicher Mächte, wenn man es so haben möchte. Aber es ist doch nichts anderes, als wenn man per Magie irgendwelche Nachrichten schicken würde, oder? Ich fühle mich auch jedes Mal so ein kleines bisschen wie ein Zauberer, wenn ich irgendwas aus nichts geschaffen habe. Wenn ich zum Beispiel ein Video aufgenommen habe wie das hier oder wenn ich Spezialeffekte mache oder ein Bild male. Ein weiteres Beispiel aus dem Alltag sind Smartphones. Ich meine, inzwischen hat doch fast jeder so ein Teil. Damit nicht genug. Ich kann mit diesem kleinen Gerät auch reden und mir Antworten auf meine Fragen geben lassen. Moin Siri. Habe die Ehre, Tobi. Na, wie geht's dir so? Ich fühle mich prächtig. Das ist zwar vielleicht noch nicht ganz damit zu vergleichen, mit einem Zauberstab rumzuwedeln, aber wartet mal. Kennt ihr das hier? Oder das hier? Natürlich sind dieser Wii und PlayStation Move Controller nur zur Unterhaltung und zum Spielen gedacht. Aber es läuft doch auf das gleiche Prinzip hinaus. Ich habe etwas in der Hand, schwinge damit ein bisschen rum, bewege es ein bisschen und etwas verändert sich. Ob das viel Sinn machen würde, ist die andere Frage, aber man kann das Ganze wissenschaftlich natürlich auch so weit weiterentwickeln, dass es im echten Leben irgendwas beeinflusst. Und wo wir schon von Veränderungen reden, ich muss mal ganz schnell den Akku auswechseln. Dann gibt es ja noch andere Bereiche, die zur Magie dazugehören, zum Beispiel die Alchemie. Wir Menschen in der realen Welt, wir stellen Gifte her, wir stellen Medikamente her, mit denen man Menschen heilen kann, das ist Alchemie. Es ist inzwischen möglich, Lebewesen zu klonen. Man könnte jetzt sogar ganz weit gehen und sagen, dass es sogar ein Äquivalent zur Nekromantie, also zur Totenbeschwörung gibt. Denn es gab bereits Fälle, in denen das Herz eines Menschen aufgehört hat zu schlagen, indem Menschen tot waren für mehrere Minuten oder sogar eine halbe Stunde oder noch länger. Und die Ärzte haben es geschafft, diese Person wieder zum Leben zu erwecken. Und sogar die Idee des Zeitreisens ist nicht mal so unrealistisch, wie es immer klingt. Ich habe neulich zu dem Thema ein unglaublich spannendes Video gesehen, was ich euch auch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt habe. Es ist auf Englisch. Ich lege es euch aber wirklich ans Herz, denn ich könnte das Ganze nie im Leben so schön sagen, da ich auch nicht so fachkundig bin. Aber ich empfehle es euch wirklich weiter, es ist wahnsinnig spannend. Und dann kann ich ja noch etwas schnulzig werden und etwas aufgreifen, was aber auch in Harry Potter so gesagt wurde, und zwar die Liebe als eine der wichtigsten und höchsten Formen der Magie. Auch wenn ich nie nach Hogwarts gegangen bin, weiß ich, ich lebe in einer Welt voller Magie. Und das macht mich glücklich. Aber selbst wenn ihr meine Meinung nicht teilt, dann hoffe ich, dass ich euch wenigstens ein kleines Lächeln aufs Gesicht zaubern konnte. Na, kapiert? Zaubern? Das war einfach mal so ein Gedanke, der mir neulich im Kopf rumgeschwört ist und der mich echt richtig happy gemacht hat. Begeistert ihr euch vielleicht genauso für diesen Gedanken oder bin ich da ein absoluter Einzelfall und ihr denkt euch nur, Mann, was ihr für Scheiße labert, wir können doch nicht zaubern, nur weil wir mit unserem Handy reden können. Das war's für heute. Nächste Woche kommt wieder ein Comedy-Video und zwar ein ziemlich aufwendiges, da ich einige sehr komplizierte Effekte machen musste. Ich denke, dass es euch auf jeden Fall gefallen wird, deswegen vergesst auf gar keinen Fall wieder einzuschalten. Das war's jetzt aber wirklich. Ich werde jetzt disapparieren.